Hallo, good morning aus Deutschland, ihr Lieben. Wir sind nochmal an dem Stellplatz, wo wir schon die Tage waren. Und möchtest du deine Jacke anziehen, Livia? Ist ein bisschen kalt, ne? Ja. Ja, Moment, ich ziehe. Da meine Decke. Die Decke? Aber dann kannst du nicht so gut die Pferde streicheln. Die haben hier nämlich Pferde. Und wir warten noch auf den zuständigen Menschen für die Rezeption. In 7 Minuten soll die da sein. Das ist hier so ein bisschen tricky. Wir sind jetzt zum 4. Mal schon hier. Beim 1. Mal war keiner da. Haben die gesagt, ja, ist jetzt Mittagspause, kommt nachher wieder. Dann sind wir wiedergekommen nach der Mittagspause, dann waren die wohl im Krankenhaus. Dann wollten wir anrufen, aber telefonisch ist auch nur jemand von zwischen 18 und 19 Uhr zu erreichen. Da ging keiner dran, also wirklich. Dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir nochmal hin. In 7 Minuten sollen wir warten. Und da sind die Pferde, ne? Die sind so süß. Ja, wenn wir hier mit dem Wohnwagen stehen, Livia, streichelst du die dann jeden Tag? Ja. Hallo. Letztes Mal kamen die sofort, ne? Hallo. Ganz vorsichtig. Ja, mach mal ganz vorsichtig. Aber mit der flachen Hand, ne? So. Oh, dann kann das gar nicht beißen. Ja, wie süß. Aber ich muss mal ganz alle Tweiche. Die nüstern. Oh, du hast ja eine flauschige Nase. Ihr müffelt ein bisschen. Oh, du hast auch eine flauschige Nase. Süß, ne? Darf ich mal das hier streicheln? Ja, pass auf. Hat dich schon mal eine Ziege gebissen, Livia? In Spanien, ne? Hab hat die gemacht. Das will essen, aber wir haben nichts zu essen, Ferdi. Du süßes kleines Pony. Ich glaube, die hat ein Baby im Bauch. Die hat so einen dicken Bauch. Oh nein, die schon wieder im Bauch. Oh, die Ziege. Na, der Papa. Die guckt dich an. Die hat sich angesprochen gefühlt. Die hat ein dickes Vieh im Fell. Guck mal, eine Bremse. Oh. Ein Vieh im Fell? Achtung, tödliche Kolikgefahr. Bitte nicht füttern. Diese Pferde werden von ihren Besitzern mit allem versorgt, was sie brauchen. Aber falsches und zu reichliches Futter, auch ihr gut gemeintes getrocknetes Brot, Obst, Grasschnitt, kann Tiere ganz schnell lebensgefährlich sein. Tödliche Kolikgefahr, ja. Das weiß ich nicht. Ach, lesen? Ja, hier steht nur, erklären Sie das auch bitte Ihren Kindern und Enkeln. Pferde sind kein Allgemeingut, sondern wertvolle und von ihren Besitzern geliebte und gehegte Geschöpfe. Erfreuen Sie sich an den schönen Tieren und beherzigen Sie, nicht füttern, Weide nicht betreten. Also, so wie wir den Hummi lieben, lieben die Besitzer von Ziege. Oh, die hat mich geleckt. Ziege und die lieben. Oh, Vorsicht! Hast du eine schöne Zunge? Oh. Hey. Gesundheit! Hast du uns jetzt angerotzt? Was hat die denn für Zipfel am Hals? Ich weiß nicht. Guck mal, wie Zäpfchen. Blubblub. Ja. Pass auf, wenn die so mit ihren Hörnern Klöngen machen, das hatten wir auch schon mal, ne? Ja, jo. Na, jetzt kommt das Pferd. Guck mal, die streiten jetzt. Der legt schon die Ohren an. Achtung. Oh, hallo, Ferdi. Schön glatt die Hand machen, dann können die nicht beißen. Ne? Oh. Kann die Tiete wieder bei uns kommen? Ja, wenn die möchte. Hummi! Ja, was freust du dich denn so? Oh, Hummi! Komm her. Hummi, mach Welzi, Welzi. Welzi, Welzi. Ja, oh, komm her. Hummi! Es ist kalt geworden, ich habe Kapuze aufgehört. Ja, super, danke dir. Tschüss! Also ich würde präferieren. Bei mir hat es sich eigentlich direkt erledigt, als er gesagt hat, da sind wir sehr empfindlich mit der Mittagsruhe. Ja, es ist halt, ne? Da würde ich lieber den anderen bevorzugen. Ja,
fand den eigentlich weil ich geil. Fand das kacke. Wir was sind sehr gutes WLAN-Signal. Wir haben ja WLAN vor Ort, die Toiletten, ja. Mit dem Toilettenhäuschen. Fand ich sehr gut, mit dem, ne, dass wir alle zusammen da hingehen könnten. So eine Familiendusche. Ja. Auch für sie ist das wahrscheinlich hier schön. Wie lange duschen? 50 Cent oder 1 Euro? Das verstehe ich jetzt nicht. 50 Cent bis 1 Euro kostet Duschen. So ein normaler Dusche da wohl wahrscheinlich. Du musst da alle Münzen reinschmeißen. Ja, in Dortmund ist ja... Ja, da hast du 5 Minuten für 5 Euro, oder nicht 5 Euro. Da hast du eine Minute ja. Und dann sind 2,50 weg oder so. Ja, in Dortmund, ja. Ja. Wenn du jetzt auch Familiendinger hast, dann können wir vielleicht auch ein paar Tage hier jetzt. Ja. Weil die sind ab über langes Wochenende, deutsche, ich dachte, deutsche so, Einheit sind voll. Sie halt hier schon ausgebucht. Ansonsten, ne, ja, ist nie ein Problem. Okay. Aber die haben halt Vorreservierung. Also der Bernd hat gesagt, wir werden das wohl hinkriegen, ein paar Tage in der Mittagsruhe leise zu sein. Ich bezweifle das, aber im schlimmsten Fall schmeißen sie uns vom Hof. Ist ja dann auch nicht so schlimm. Wir werden also morgen umziehen. Was denn? Ja, 2 Stunden. Ja, ich weiß. Halt, ich weiß, aber wir sind halt, wie wir sind. Ja, man kann sie aber auch mal anpassen. Der Hund bellt halt gerne. Das Thema hatten wir jetzt seit ein paar Tagen. Hunde sind ja kein Problem. Egal, wir gucken uns das Ganze an. Der kostet 20 Euro am Tag und pro Nacht. Und auch für Van und Wohnwagen ist egal. Mal so eine schöne Kirche hier. In Castrop sind wir jetzt. Wir wollten nämlich eben zum Mediamarkt. Der Papa braucht ein neues iPhone. Das 16er, iPhone 16 ist herausgekommen. Und da gucken wir mal, weil das ist ja dann immer überall ausverkauft. Also, oder noch nicht angekommen, ich weiß es nicht. Ja, im App Store haben wir es gestern gehabt oder vorgestern. Im Apple Store in Oberhausen. Im App Store kann ich runterladen. Aber da war halt eine Schlange, da musst du, ne, musst ja. Dann eine Stunde warten und dann, ne? Ja, und es war nur mit 1 Terabyte da und du hättest ja eigentlich... Nee, es war auch die 512 so. Dann da. Ah. Aber ich habe keinen Bock gehabt zu warten und wir haben noch gesagt, komm, ne, hin und her. Aber andererseits, ich kann mit meinem Handy kaum noch was machen, weil ich hatte ja damals, wo ich mir das vor 5 Jahren geholt habe, oder 4,5 Jahre ist das jetzt ja, die abgespeckte Version geholt, mit 28 GB ja. Und da wäre halt enorme Mengen an Daten mit den Blogs. Aber ich muss einen Einwand machen. Damals, als du dir das geholt hast, hast du auch noch kein, nein, warst du noch kein professioneller ich, ja. YouTuber. Ich ja gerade erzählt, in das war halt, viele ja. Datenmengen. Ja. Ich habe ja auch so alle Dokumente, die wir brauchen. Und ja, es ist unser Büro. Alles in einem. Büro. Und auch wenn das für viele keine Arbeit ist, ist ja egal. Für uns ist das unser Lebensunterhalt. In Faulenzen. Wie auch immer wir das jetzt machen. Braucht ein neues Handy. Und wir wollen jetzt mal hinfahren, gucken, ob sie es haben. Vorbestellen wollen wir das nicht, weil da muss man das direkt bezahlen und dann sagen die, ja, kommt ja, morgen. Ich habe oft gelesen, dass sie halt gekauft haben, bezahlt haben und dann ja war nicht da. Ja. Ich bin ja auch nicht dafür im Mediamarkt, wenn nein. Ich geliefert bekomme. Und dann reisen wir wieder ab. Wir wissen ja immer noch nicht genau, wann wir abreisen und dann ist das noch nicht da und wir haben es aber bezahlt. Ihr versteht die Problematik. Deswegen entweder Ed ist da, wir bezahlen und nehmen mit oder ne. Stand der Dinge. So, wir sind jetzt Castrop Mediamarkt. Das ist für uns der beste Mediamarkt, bester Service immer gewesen, Beratung, alles. Ja, ja, einer super. Der ganz wenigen Mediamärkte, wo ja. Kompetenz vorrat war. Genau. Und nicht Halloumis, wollte ich sagen. Halloumis. Papa spielt erstmal Deo. So. Oh, hier ist ja der Müll runtergefallen. Moment. Das hier. Das ist gelbe Tonne. Was Jau? Warte mal. Was sagst du mit Jau? Hast du erstmal Deo gesprüht? Ja, warte, weil ich Livia? Vergessen hatte heute Morgen. Oh, das läuft ja alles runter. Ja, warte. Feuchten? Ja. Hier. Trocknes abtun. Ist das schön, dass wir kein Polster haben oder so? Bitte? Dass da keine Polster sind. Ja, da haben wir Glück. Für uns ist das ideal. Come on, Livia. Let's go to the toilet. Du musst deinen Kopfhörer abmachen. Das war da weg, weil der Hummi daran gefetzt hat. Ja. Deswegen habe ich es hier vorne hingetan. Mhm.
So, hier haben die auch. Hier waren wir schon mal. Hier haben wir die GoPro 13 vor ein paar Tagen gekauft. Das ist die, womit ich jetzt filme. Und die hat eigentlich. Also für mich ist die wie die GoPro 11. Kein großer Unterschied, aber hier sind auch schöne Toiletten. Muss man sagen. Nein. Also, erst ab November hat er gesagt, ne? Also das iPhone 16 Pro Max mit 500 noch was Gigabyte. Das andere, das normale iPhone, haben die vorrätig 16er. Nein, genau. Ja, also wir fahren jetzt nach Dortmund und gucken mal, was da so abgeht über die Autobahn. Ist nicht so weit, ich weiß nicht. 20 Minuten vielleicht. Ungefähr. 20 Minutes. Zeit genug zum Frühstücken eben. Geht's denn? Junge Frau, anschnallen. Anschnallen. Livia, schnall dich an. Sonst können wir nicht losfahren. Sit down, please, and fasten your seatbelts. Chop, chop. Wie bitte? Dann kann ich ja eben hier mein Tuch mal ausschlackern, mein Sitztuch. Frauenarzt-Position. Livia, setz dich hin und zieh dich, schnall dich an, bitte. Komm. Wir wollen doch los. Und bis später können wir nach Oma, Opa. Das stimmt. Oh, danke. So, wir sind überhaupt nicht in Regen gekommen in Dortmund. Ich war so froh, dass ich meine Regenjacke dabei hatte. Gut, dass ich die eingepackt habe. Hallo! Hinsetzen und anschnallen, junge Frau. Du hast nasse Schuhe, du machst alles nass da hinten und dreckig. So. Aber zack, die Bohne. Zack, Bohne. Wir fahren jetzt zum Action-Sockenkauf. Zack, Bohne. Zack, Bohne, zack, Bohne. Jetzt schnell was essen und ich schreibe aktuell mit mehreren Familien. Wir hatten ein paar hatten gefragt, ob sie uns besuchen können in den Herbstferien oder so, und wir haben ja auch Besuch von Bernds Eltern, deswegen geht das nur noch zu einer bestimmten Zeit, weil natürlich wollen wir da Zeit für die Familie haben. Und jetzt gehen wir hier mal schön eben noch was essen und ich schreibe weiter mit den Familien. So, jetzt ich die mal in. Die Bohne auch nicht. Warum finde ich die denn nicht auf WhatsApp, obwohl ich neu gestartet habe? Vielleicht mit dem Nachnamen? Wenn du mit Oma fahren, dann musst du mir aber immer warten. Ja, Papa, ich habe eine neue Nummer gespeichert. Ich habe WhatsApp schon zweimal neu gestartet und trotzdem finde ich den Kontakt nicht. Mama! Kann man so doof sein? Was? Was denn? Ja, dass ich die Nummer nicht. Jetzt muss ich das erst kopieren, dann muss ich dir das schicken. Warum? Damit ich die Nummer rauskopieren kann aus dem Text von Instagram. Papa, Stand aufmachen. Boah, ey, ist das kompliziert. So. Nummer einsetzen. Mal gucken, ob es jetzt geht. WhatsApp neu starten. Zu alt für den Kack, echt, ey. Ja. So langsam. Nimmst du Salat wie letztes Mal wieder? War gut? War lecker, ja. Auch die Soßen, glaube ich, das war alles lecker, schmecker. Neustart. Mmh.
Danke schön. Und die machen mir hier frisch die Pizza, Falafeltasche, Pommes, Fanta natürlich. Oh Mann. Und habt ihr jetzt angerufen? Ich habe das nicht hingekriegt mit dem Speichern. Die hat gesagt, wir sind gerade in Polen. Ob das vielleicht daran liegt, wegen Empfang. Sie schreibt mir jetzt einfach. Ja. Guten Appetit. Wir waren im Action, haben ein paar Geburtstagsgeschenke und Klimbim gekauft für Bernd. Bisschen Schminke und so. Ach, die Mädels haben da doch Spaß dran, wenn die sich bunt anmalen können. Und für ein Apfel und ein Ei gibt es so schöne Sachen im Action. Dann waren wir bei Bernds Eltern. Und jetzt fahren wir nach Renault. Wir suchen ja immer noch einen Dachgepäckträger für unseren Düldül-Van. Unsere Werkstatt des Vertrauens hat gesagt, mach da nicht. Ne? Da war ein Renault, der hatte diese Dinger, die du gesehen hast. Opel möchte 500 Euro haben, weil. War keine Zeit. Und weil das ein hohes Auto ist, ist das so teuer. Und ATU würde 408 Euro nehmen. Und jetzt haben wir halt hin und her, also Bernd und sein Papa, wo kann man hin und machen. Und von Renault, die sind baugleich wohl, die Fahrzeuge mit dem Opel Movano, den wir haben. Wir haben so Löcher im Dach, wo man was installieren kann. Die haben wohl einfach so. Keine Ahnung, Dinger, die würden 120 Euro kosten, die kann man aufs Dach packen und den Rest haben wir ja noch vom Dachgepäckträger oder so, wenn ich es richtig verstanden habe. Also günstiger. Beute. Und deswegen wollen wir da jetzt mal eben hin und anfragen. Ja, das ist jetzt der Plan. Einmal quer durch den Pott. Und dann fahren wir nach Hause. Und da hatte ich ja den Tag in Dortmund, in Oberhausen im Afro-Shop die Haare geholt, die künstlichen. Damit haben die Mädchen haben jetzt schon so ein paar Strähnen. Da werde ich nachher noch ein bisschen Friseur mit denen spielen. Und dann morgen, oh, ich hoffe, das war heute früher. Gestern habe ich echt lange mein Hobby gespielt, also gearbeitet. Und das hat sich gestern auch langsam dann der Arbeit angefühlt, vielleicht müde. Aber ja, so ist das. Und nun habe ich genug erzählt. Bis gleich. Wir sind wieder zu Hause, haben Abendbrot gegessen. Es war sehr lecker und ihr seht, unsere Wäsche hängt. Draußen, die hängt jetzt seit 2 Tagen, die ist noch so ein bisschen klamm, deswegen lassen wir den Rest jetzt hier trocknen, dann können wir es morgen früh einräumen und dann abreisen. Bist du bereit, Murphy? Morgen wohnen wir im Wald. Wow. Da können wir richtig schön spazieren gehen. Naja, jedenfalls vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Und bis morgen. In alter Frische. Kannst du mir einmal die Feuchttücher rausgeben? Also diese Putzfeuchttücher. Putze ich einmal den Tisch ab. Bis morgen, alter Frische. Tschüss!